Mit HTML gebaut. Okay. Falki macht das Ding. Oh, wir sehen ein Spiel. Verdammt. Falki, du bist aber schon da, ne? Ach so, ja, gut. Kann nicht hören. Das ist doof. User disconnected from your channel. Oh, we are live now. Okay. Sorry about So, that, ich gents. behalte mein Speaking of my TS im webcam here, Auge, weil I'm 8 Traumfalk ist pins gerade einmal kurz into rausgegangen. the run of the Legend of the Dub, Breath of the Wild. Also wird es auch gleich wieder auftauchen da. That's a pretty Zieh sie mal well-known direkt game hoch wieder. as you expect on the Switch. And above the category Hey, itself, geht's jetzt? that's a different category than... Oh, Na, yes, scheinbar nicht. we are me, I think we are me picking up my wallet to check TeamSpeak out. Einstellung vielleicht? Yeah, it's a pretty different categories. Ja. Also ich Test weiß. 1, 2, Ah, 3. jetzt. Ah! Du Oh, nimmst doch nicht so an. Entschuldigung. Diese Stimme am frühen Morgen. Da hat irgendwie TeamSpeak gemeint, dass er manchmal Headset nicht nimmt. Entschuldigung. Oh, okay. Na gut, aber jetzt funktioniert es ja. Ja, ich konnte es hier leider nicht gegentesten, weil keiner da war. Eben. Passend zum Start, das ist gut. Genau. Entschuldigung, das Zerteiler. Aber jetzt seid ihr wenigstens wieder alle wach. Ja, so irgendwie. Ich Gut, glaube, du aber. musst mich ein bisschen runterregeln. Aber Flickmode ist auch nicht da. Und Kairi hören wir auch nichts. Und ja, Exo, ich hatte deine Ja, Nachricht gelesen. Keine Sorge. Gut, im Zweifelsfall bleibe ich dann doch noch da. Ja, dann kann. Es sei denn, Exo will unbedingt dabei sein. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt gerade Mauri zu erreichen. Ich Ach wollte so, doch okay. nur sicher gehen, dass ihr alle wach seid zum Run. Ach so, du holst uns so an, ey. Genau. Eine Stunde 10, ja gut, das geht ja noch. Dann bin ich bei den Showdowns halt doch mit dabei. Danach werde ich aber definitiv schlafen. Das war Kann ich mir richtig gut. denken. Ja, wir sehen jetzt Legend of Zelda Breath of the Wild, Any Percent Bug Limit. Das heißt, alle Limits, die das Spiel eigentlich schön schnell machen, sind verboten. Sprich, sich mit Bomben durch die Gegend glitschen, mit Bäumen durch die Gegend glitschen, ist alles verboten, was Link verletzt, was Knockbacks erzeugt. Die Flying Machine ist verboten, also man kann die Physik Engine in Breath of the Wild sehr stark manipulieren in diesem Spiel. Zum Beispiel, indem man zwei Kisten aufeinander stellt, die magnetisch sind und dann auf der oberen Kiste steht, dann kann man die untere Kiste mit dem Magnet immer noch manipulieren und kann dann quasi sich dadurch eine Flugmaschine bauen. Man kann durch die Wände klippen, das wird sehr gerne gemacht, um schneller in die Schreins reinzukommen, weil da kann man dann die Türen umgehen. Und was soll man denn noch? Ja, das ist eine ganze Liste, was verboten ist. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass der Run trotz all den Verboten immer noch nur knapp über eine Stunde geht. Das auch bis auf ein, zwei Glitches, die wir sehr aktiv sehen werden, einfach nur straightforward. Wir machen die, also wir müssen ja den das Plateau müssen wir abschließen. Es gibt noch keinen Weg vom Plateau runter direkt zum Schluss. Wenn das ginge, würden die Runner auch das machen, weil wir brauchen für den Endfight mit Ganon keine von den Fähigkeiten, die wir auf dem Plateau bekommen. Und der Whistle Sprint ist erlaubt, den werden wir auch sehr, 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 sehr viel sehen. Okay. Den erkläre ich dann auch gleich, sobald er ihn macht. Und zwar jetzt sieht man es. Immer wenn er die Arme nach vorne verschränkt, dann pfeift er. Normalerweise würde man ihn pfeifen hören. Dadurch, dass er aber gleichzeitig läuft, hört man das Pfeifen nur ab und zu. Aber man sieht immer die Animation natürlich, dass er sich die Hände an den Mund hält. Das Ganze hat zur Folge, dass er beim Laufen sein Stamina wieder auflädt. Und ja, deswegen wird das sehr, sehr häufig zu sehen sein. Dadurch kann man nämlich unendlich lange laufen. Okay. Das war jetzt der Tai Whistle Tai, er spielt Sprint. auf Englisch für das Event. Normalerweise würde er auf Französisch spielen, weil das die schnellste Sprache ist für diesen Run.
Nochmal kurz die Frage, du hattest jetzt eben den Whistle Sprint erklärt, ne? Ja. Okay, gut. Das ich war hatte der den Anfang nicht so ganz mitbekommen, weil Exo mich da noch angeschrieben hatte, weil wir auch das Spiel im Moment, oder das Spiel wurde im Moment nicht gewechselt, weil Kai jetzt nicht reagiert hat, aber das mache ich dann schnell. Ich jetzt nochmal Regie. Hey. Yay. Ja, man sieht auch, er hat jetzt sich einen Käfer eingesammelt, den braucht er nachher zum Kochen, um sich spezielle Werte zu geben. Mhm. Und alles, was er jetzt eigentlich einsammelt, sind Sachen, die er zum Kochen braucht. Er würde natürlich jetzt nichts einsammeln, was er nicht braucht, weil das Zeit braucht. Mhm. Und wir laufen jetzt erstmal zum Tower, der auf dem Plateau ist, um den zu aktivieren, damit die Quest weiter vorwärts geht, damit wir die Schreine überhaupt erst freischalten. Sonst würden wir direkt zu den Schreinen natürlich rennen, um Zeit zu sparen. Und ja, man sieht im Hintergrund, oder man hört gerade Zelda im Hintergrund, die Link ein bisschen Anleitungen macht, weil wir natürlich auch direkt im Tutorial sind auf dem Plateau, für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Ich spiele übrigens die Switch-Version. Also ich kann es sehr empfehlen, es ist ein sehr schönes Open-World-Spiel. Ja, mein Problem ist, ich habe keine Switch. Noch nicht. Hast du eine Wii U? Nein, habe ich auch nicht. Ich habe nicht mal eine Wii gehabt. Die letzte Nintendo-Konsole, die ich hatte, war ein GameCube. Mach da nicht sowas. Ja, ich bin halt seitdem auch kein wirklicher Konsolenspieler mehr gewesen. Deswegen. Esse. Auch gut. Nee, aber ich kann mir die Switch von meinem Bruder jederzeit ausleihen. So, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe jetzt bei Umstellen. Ist ja jetzt so alles so spontan. Ah ja, doch. So, jetzt hat er den Bockkoppel, den hat er absichtlich getötet, weil er das Schild haben möchte. Damit wir mit dem Schild natürlich Shield-Jumps machen können. Das ist auch noch erlaubt. Also ich kann ihm einfach mal aus meiner Liste vorlesen, was noch erlaubt ist. Das ist natürlich das Whistle-Sprinting ist erlaubt, das haben wir schon gesehen. Shield-Jumping ist erlaubt, um Höhe oder Entfernung zu bekommen. Wir dürfen die Angriffsanimation canceln noch. Wir dürfen Stasis missbrauchen, um eine Momentum und Entfernung zu generieren, mit der Einschränkung, dass wir keine Knockback-Schaden bekommen dürfen von dem Objekt. Das heißt Rocket Launch, Box Jump, Box Walking und solche Geschichten. Wir dürfen den Kryo-Jump verwenden. Wir dürfen Verbrennung temporär mit einer Spin-Attacke von uns entfernen. Genauso, also das ist bekannt als Burn-Time-Reset. Wir dürfen Calamity stunlocken, was ich jetzt auch nicht wirklich als Bug sehe. Aber gut. Wir dürfen Infinite Horse Stamina haben. Wobei ich weiß, dass Etienne Probleme mit dem Trick hat. Okay. Ja, in seiner PB ist er andauernd beim Pferd, ist ihm die Stamina ausgegangen. Und wir dürfen noch den Epona Amiibo verwenden, um Epona zu spawnen. Nachdem wir uns ein normales Pferd geholt haben. Und ich lese gerade natürlich, nachdem ich wieder vom Server runtergegangen bin, lese ich gerade, dass ich dich mal ein bisschen runterdrehen muss. Das hatte ich vorhin aber drum gebeten schon. Ja, ja. Gut, aber da war ich noch nicht Ersatzregie. Deswegen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht drauf reagiert. Nee, aber red ruhig weiter, währenddessen stelle ich um und dann können die Leute auch gleich sagen, ob du immer noch zu laut bist. Genau, jetzt ist wieder der alte Mann erschienen, den müssen wir an ein paar Punkten müssen wir mit ihm reden, damit die Story weitergeht, also nicht die Story, die Quest weitergeht. Und er erzählt uns jetzt, was mit der Welt passiert ist so ein bisschen und dass wir die Schreine machen müssen, um uns vorzubereiten, dass wir gegen Ganondorf kämpfen dürfen, der das Schloss in Besitz genommen hat, eigentlich schon vor 100 Jahren, der momentan von der Prinzessin zurückgehalten wird. Und hier sehen wir auch dieses Plateau, das ist halt mit einem Wolkenring umgeben. Und bisher hat es kein Runner geschafft, da durchzukommen. Würde man das schaffen, würde der Run wahrscheinlich nochmal 30 Minuten kürzer werden. 30 Minuten ist schon eine ganze Menge, auf jeden Fall. Ja, es ist halt, die Schreine hier verbrauchen halt einfach Zeit. Das heißt, du musst zum Schrein hinlaufen, du musst reingehen, das hat eine Reingeh-Animation. Hier sieht man jetzt gerade das Schöne mit dem Schild den Berg heruntergleiten. Das ist natürlich schneller, als selber zu laufen.
Hier sehen wir wieder das Horse Whistling, was er einsetzt, um seinen Stamina-Balken beim Laufen aufzuladen. Mhm. Er könnte auch theoretisch die ganze Zeit beim Laufen whistlen, sodass der Stamina-Balken erst gar nicht leer wird. Da das aber anstrengend für die Finger ist, lässt das meistens sein. Es tut mir leid, dass ich laut war. So, ja, sind wir schon. Davon kannst du ja nichts. Aber da kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber red erstmal weiter. Da sind wir dann schon im ersten Schrein. Ja. Es ist eigentlich jetzt die erste halbe Stunde sehr viel. Wir rushen durch den Content, um die ganzen Cutscenes uns anzuschauen. Mhm. Und holen uns hier für das Chica Slate die ganzen Fähigkeiten, die wir am Anfang bekommen. Das ist einmal Kryo, das ist Quatsch, das ist Stasis, das sind die Bomben und das ist Eis. Und Lautstärke ist jetzt hoffentlich auch ordentlich, also die Leute sagen zumindest, ist in Ordnung jetzt. Das ist schön. Warst du übrigens schon auf minus 4 Dezibel von vornherein. Ich habe jetzt einfach mal auf minus 11 gedreht und ja. Ich habe jetzt bloß direkt das Headset eingestellt in TeamSpeak und ja. Wie man hier sieht, das haben wir Magnet bekommen. Mit dem Magnet können wir alles metallisch manipulieren. Werden wir nur in den Schreinen jetzt sehen und danach nie wieder. Okay. Tai-Tai fragt gerade, ob das die Download- oder Cartridge-Version ist. Und meine ergänzende Frage dazu, gibt es da Unterschiede? Das ist Wurst. Ach so, okay. Soweit ich weiß. Kann mich aber auch irren. Also ich weiß, er spielt auf der Switch und soweit ich das weiß, ist es auf der Switch relativ egal, ob du die Cartridge oder die gespeicherte Variante spielst. Ist ja technisch gesehen Flash-Speicher. Was du hast keine Ladezeiten, das hast du nur auf der Wii U. Ah, okay. Weil die Wii U ja keine Cartridges verwendet, die hat ja mit Scheibe gearbeitet. Und das hier sind die Ladebildschirme, die hast du immer, die werden bei der Switch-Version aber auch bloß verwendet, um die ganzen 3D-Grafiken wieder aufzubauen. Könnte man sie theoretisch weglassen, nur dann würde sich die Welt erst aufbauen oder würde alles aufploppen, während man da schon rumrennt, vermute ich einfach mal. Ja, weil das Modell, Entschuldigung, das Modell von Link ist ja geladen. Mhm. Okay. Und das Aufwendige bei den Breath of the Wild Spielen ist ja eigentlich die Umwelt, die ganze Physikmanipulation, die du da drin hast. Wir haben Wind, der kann Feuer, wenn wir irgendwo Feuer legen, kann der Wind das Feuer vorantreiben und weiter entfachen. Kannst du nutzen, um zum Beispiel Bokoblin-Lager auszuräuchern an ein, zwei Stellen. Wird auf dem Plateau auch mit ein paar Hinweisen dir gezeigt, dass das geht. Ist zum Beispiel ein Bockkoppelnlager in so einer Senke, da geht der Wind immer rein und vorne ist ein Lagerfeuer. Wenn du jetzt irgendwas mit dem Feuer machst, ist die Chance, dass du aus Versehen das Gras im Brand steckst, recht hoch. Oder würde der Wind das Feuer zum Beispiel in das Bockkoppelnlager drücken und würde so das Bockkoppelnlager besiegen. Okay. Du kannst auch eine Metallkiste nehmen und kannst mit der Metallkiste rumschleudern und kannst damit auch Gegner aus dem Weg räumen. Da kannst du sogar fliegende Wächter mit aus dem Weg räumen. Generell fand ich diese Physics hier in dem Spiel immer ziemlich faszinierend. Deswegen will ich es ja unbedingt irgendwann auch selber nochmal spielen. Ja, du kannst damit sehr, sehr viel machen. Was wir jetzt machen, wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Schrein. Deswegen ganz, ganz viel Horse Wrestling, damit wir unseren Stamina-Balken wieder aufsammeln. Und mehr werden wir da auch nicht groß sehen. Mhm. Rein questtechnisch ist es so, der alte Mann hat gesagt, er gibt uns einen Gleiter, wenn wir die Schreine alle machen, damit wir von dem Plateau runterkommen. Okay. Und die Schreine müssen wir eh machen, damit wir die ganzen Chica-Fähigkeiten in unserem Tablet freischalten können. Und ich habe diese Ruinen gehasst. Okay. Ja, an einer Stelle, wenn du halt erstmal so total unbedarft am Anfang rum explorst und dann da in so Gegner reinrennst, ist das nicht schön. Hm. Er kennt natürlich die Ruinen und weiß, wie er ohne Probleme zu dem Schrein kommt. Und was hier bei den Schreinen halt ist mittlerweile, kann man auch teilweise von hinten in die Schreine reingehen und dadurch Animationskänze machen, weswegen viele Leute sich lieber in die Schreine reinglitschen zu den Fahrstühlen, als sie regulär zu öffnen, weil es schneller ist. Wäre das denn in der Kategorie erlaubt? Nein. Okay, das ist eins von den verbotenen Sachen. Ja, verboten ist, was haben wir denn noch alles? Ja, Clipping through solid walls ist verboten. Okay.
Wie lang wäre das Spiel mit all den Sachen? Oder der Run zumindest? Der normale Any% Run. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber das machen wir schnell mal parallel. So, jetzt haben wir uns übrigens die Bomben geholt. Du hast zwei Bombenarten. Du hast eine runde und eine viereckige Bombe. Mhm. Es können beide gleichzeitig auf dem Screen sein. Das wird zum Beispiel für einen Bomb-Launch-Glitch verwendet, wo man mit den beiden Bomben richtig getimed sich in die Luft katapultieren kann, um dann mit dem Gleiter schneller Höhe und weitere Distanzen zu bekommen. Hier sehen wir eine wunderschöne Execution von den Bomben. Mhm. Also das, was er mit den Bomben hier macht, ist alles kein großes Problem. Das kann jeder nachmachen. Nein, nicht Breath of Fire. Ich hatte nur Breath of eingegeben und das ist natürlich das erste, was er zeigt, Breath of the Wild. Also wenn mir alles erlaubt wäre, bräuchten wir nur eine halbe Stunde. Deswegen meinte ich ja vorhin, ungefähr eine halbe Stunde kosten uns diese ganzen Sachen, die wir nicht machen dürfen. Hm? Damage Cancel, also es ist erlaubt, Moment. Es ist eine du darfst die Attack-Animation canceln, wenn du das meinst. Die Frage wollte ich nämlich auch gerade vorlesen, aber gut, bist mir zuvor gekommen. Und dass Breath of Fire zuerst angezeigt wird, zeigt einfach nur, dass Speedrun.com Geschmack hat. So. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Breath of Fire vorne mit Breath anfängt und Zelda Breath eigentlich erst weiter hinten hat. Ja gut, das stimmt. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. So. Und wenn du das alphabetisch sortierst, Zelda dann sowieso ganz hinten kommt. So, jetzt haben wir im Grunde schon fast ein Viertel des Runs geschafft. Ja. Und die nächste Viertelstunde ist einfach nur die restlichen Schreins machen. Jetzt haben wir uns zurück teleportiert in den Anfangsschrein. Also man kann sich zu den einzelnen Schreins hin teleportieren, man kann sich zu den Türmen drauf teleportieren und er kann sich halt in den Startschrein, wo Link aufwacht, hin teleportieren. Wir haben uns zu dem Startschrein teleportiert, damit wir jetzt in die Schneeregion auf dem Plateau laufen können. Das ist nämlich der Standort, der am nächsten zu dem Schneeregion ist. Mhm. Was wolltest du sagen? Ich wollte einfach nur fragen, wie viele Schreine es gibt, die wir hier zumindest im Run sehen werden. Hier im Run machen wir 4. Das sind die auf dem Plateau vorhanden sind. Mhm. Und dann werden wir direkt zum Schloss gehen. Okay. Wir haben jetzt auch gesehen, die Gegner, die hören natürlich, wenn wir Whistle nutzen, weil Whistle löst in einer bestimmten Umgebung natürlich ein Audio-Cue aus, den die Gegner hören können und darauf auf uns aufmerksam machen. Das kann man sehen durch die Fragezeichen. Wenn ein Gegner ein Fragezeichen über Kopf hat, heißt es, er hat irgendwas gehört, was er versucht zu eruieren. Oh, jetzt kommt eine sehr schöne Stelle. Jetzt wird er hier auf den Pole springen und dann gleich mit dem Schild weiterspringen, damit er hier nicht auf den Pfahl springen muss. Mhm. In seiner PB-Run ist er erst auf den Pfeil gesprungen, ist sogar perfekt auf den Pfeil gelandet und hat dann mit dem Shield den Restsprung überwunden, was er gar nicht mehr hätte brauchen müssen, weil das Ziel hier eigentlich ist, im Sprung das Schild zu rufen, dass man gleich ein Stück weiter springt. Oh. Ach, ja. Was hier auch sehr schön ist, was wir sehen, ist, wir können am Berg entlang laufen, wenn wir die richtige Schräge haben. Mhm. Das nutzen wir hier, um unsere Stamina am Berg wieder aufzuladen. Und was man auch beachten muss, wir sind im Schneebereich. Im Schneebereich bekommt Link immer ein halbes Herz Schaden, wenn er zu lange ohne Kälteschutz unterwegs ist. Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Er hat da eben Schaden genommen und ich wollte gerade fragen, warum. Das ist durch die Kälte. Mhm. Das kann man auch durch die Wärme bekommen, aber auf dem Plateau haben wir keine Wärmezone, die heiß genug wäre. Mhm. Und er ist jetzt halt erstmal direkt in den Schrein gelaufen, weil sobald wir aus dem Schrein rauskommen, verlassen wir auch gleich das Schneeplateau wieder. Und Iria, ja, hat gerade zum Beispiel genannt, sagen wir, du bist auf einem Turm, man kann dann runterspringen, ins Waffenmenü switchen und dann auf Schild switchen und ein Damage Cancel auslösen. Achso, das ist nicht erlaubt. Es gibt eine definierte Liste, was erlaubt ist. Erlaubt ist der Whistle Sprint, erlaubt ist Shield Jumping, erlaubt ist Cancel Attack Animation, du darfst Stasis verwenden, um Entfernung zu machen, solange du keine Knockback-Schaden nimmst von dem Objekt. Du darfst den Kryonis-Jump verwenden. Du darfst Brandschaden durch eine Spin-Attack canceln. Also den Burn-Time-Reset darfst du machen. Du darfst Calamity-Ganon-Stun-Locken.
Du hast den Infinite Horse Stamina Glitch, den du machen darfst, und du darfst den Amiibo von Epona verwenden. Das ist alles, was erlaubt ist. Der Rest ist alles verboten. Okay. Was bringt der Amiibo? Es spawnt Epona. Ach so. Oh, okay, gut. Aber normalerweise nutzt Etienne den nicht. Mhm. Genau, hier haben wir dann schon das nächste Trial geschafft. Wir kriegen übrigens am Ende von den Trials immer so Spirit Orbs, und 4 Spirit Orbs können wir bei Statuen der Göttin im Spiel gegen Herzen oder Stamina eintauschen. Mhm. Wie sieht es mit RNG-Faktor in dem Run aus? Spielt er eine Rolle? Ist er überhaupt vorhanden? Ein bisschen bei den Gegnern, aber die GR kann man eigentlich recht gut manipulieren. Okay. Also vernachlässigbar, sagen wir es mal so. Genau, das größte Problem, wir holen uns hier das Steak, weil das ganz wichtig ist. Mhm. Und entkommen dann, indem wir auf unserem Schild den Berg runterreiten. Ja, das sind normale Spielemechaniken, die da jetzt aktuell verwendet werden. Da ist nichts Besonderes außer dem Whistle-Print, den wir sehen. Okay. Der funktioniert einfach, indem man den D-Pad runterdrückt und dann gleichzeitig whistelt. Da können wir unendlich lange laufen. Sind wir mit dem Schild dann schneller, wenn wir darauf surfen quasi? Ja. Einziger Nachteil ist, das Schild nimmt natürlich Schaden dadurch und es wird irgendwann kaputt gehen, wie alle Waffen. Oder Gegenstände, die wir in der Hand benutzen können in Zelda Breath of the Wild. Wollte ich mal während eines Zelda-Commentaries korrigieren. Hab's geschafft, auch wenn es mit Zelda nichts zu tun hatte. Der Schild. Das Schild. Der Schild. Das alles, was mit Schutz zu tun hat, ist der Schild. Egal. So stritten sie sich die restliche Dreiviertelstunde darum, wie das Schild denn zu betiteln wäre. Wie der Schild zu betiteln? Nein. So, den Hammer lassen wir jetzt liegen, sondern gehen jetzt direkt zu dem letzten Schrein. Das ist der Overdime-Schrein. Mhm. Und damit haben wir dann endlich alle Schreine auf dem Plateau gemacht und bekommen dann hoffentlich von dem alten Mann endlich unseren Gleiter. Okay. Ich meine, was ganz nett ist, ist hier die Geschichte mit den Einblendungen, die man im Ladescreen hat, wo man nette Tipps bekommt. Auch für Leute, die das nur casual spielen, ist das immer ganz nett, weil da auch ein paar Tricks drin stehen, wo man vielleicht nicht direkt drauf kommt. Genau, Lucky Dragon, The Shield. So, da wird unser schicker Slate geladen. So. Achso, oh, schade. Und wir kriegen Stasis. Das ist eigentlich die coolste und interessanteste Fähigkeit. Damit können wir ein Objekt in der Zeit einfrieren und könnten dann zum Beispiel, das werden wir gleich sehen, also hier wird erstmal das Zahnrad eingefroren, damit sich die Plattform nicht mehr dreht. Und wir können auch andere Sachen einfrieren und können dann mit einem Hammer zum Beispiel Momentum auf dieses Objekt geben. Und dieses Momentum wird erst aktiv, wenn die Stasis wieder aufgelöst wird. Das sehen wir jetzt gleich bei dem Stein da vorne. Oder die Steine, eigentlich ist es eine Metallkugel, sonst könnten wir es nicht manipulieren. Hier gibt er eben ein bisschen Momentum, damit es nach vorne wegrollt und löst die Stasis wieder auf und dann haben wir den Schrein geschafft. Mhm. Das stimmt, Lucky Dragon. Ich glaube, das meinte Veni, das Zerteiler. Und Hallo Cyber. Ja, genau. Ich bin auch gerade dabei, einen Spruch noch zu tippen. Den benutze ich seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren oder so schon. Oh, Moment. Ich habe einen Tippfehler drin, das wäre jetzt peinlich. Oh mein Gott. So merkt man sich das. Und was auch ganz wichtig ist, jetzt, da wir Stasis haben, können wir fliegen. Wir können ja zum Beispiel einen Baum umschlagen, sodass er umfällt, und könnten ihn dann in Stasis versetzen beim Umfallen und ihm dann entsprechendes Momentum geben, dass er in den Himmel hochfliegt. Da wir dabei aber Schaden nehmen würden, dürfen wir es nicht. Oh. Olle Spielverderber hier. Ja, deswegen dauert dieser Run jetzt noch eine halbe Stunde. So, der alte Mann sagt, wenn wir den Gleiter haben wollen, müssen wir zum... jetzt sehen wir, dass er sich da die Stein
mit Stasis gefügig macht. Das hat nicht funktioniert, oder? Ah doch. Hier sehen wir, jetzt hat er keinen Schaden genommen. Das ist erlaubt im Speedrun. Das Problem ist, es ist ein Stein, der fliegt nicht weit. Aber wir können es nutzen, um schneller zum Tempel der Zeit zu kommen. Weil der alte Mann gesagt hat, er wartet auf dem Tempel der Zeit auf uns. Und da sind wir jetzt hin unterwegs. Der alte Mann ist trotzdem vor uns da. Obwohl wir hier schon Speedrun machen. Das ist eigentlich peinlich. Ja, ne, schlimm. Wenn ein alter Mann schneller ist als ein junger, frisch aufgewachter Mann. Genau. Und übrigens morgens Heifer. Immer die Eichel hochhalten. Wir sind hier nicht bei Link's Awakening. Ja, hier sehen wir auch, es gibt mehrere Arten. Du kannst am Berg normal hochklettern, das verbraucht Stamina. Oder du kannst springen, Leitern hochspringen oder an der Felswand hochspringen, das verbraucht auch Stamina. Aber normal an der Leiter hochklettern verbraucht keine Stamina. Mhm. So, jetzt haben wir eine Cutscene, in der uns gezeigt wird, wie Calamity Ganon im Schloss ausbricht, weil Zelda ihn nicht mehr zurückhalten kann und dass der Geist eigentlich der König ist. Deswegen konnte er auch vor uns da sein, weil es ein Geist ist. Und der halt sagt, wir müssen jetzt los und Zelda retten. Und das tun wir, indem wir Ganon besiegen. Normalerweise müssten wir dafür jetzt erst noch, könnte man jetzt eine Quest machen, wo wir erstmal nach Pontius zu Pilatus laufen und andere Dinge tun, um Ganon zu schwächen. Dann wird er ein bisschen einfacher. Wir sind aber Speedrunner, das dauert uns alles zu lange, also gehen wir direkt hin. Cypher fragt gerade, wie alt wir sind. Also ich. Alt. Genau. Aber jünger als Cypher bist du, ne? Frauen werden nur 24, ach, älter ja, werden sie ja nicht. Stimmt, stimmt. Also ich kenn's mit 25, aber ja, passt das ja. Ja, irgendwas zwischen 28 und zwischen 20 und 28 werden Frauen und dann werden sie nicht genau mehr älter, sie werden nur noch reifer. So, und unterwegs sammeln wir natürlich wieder Pflanzen und Essen ein, was wir benutzen können dann nachher zum Kochen oder um unsere Herzen wieder aufzuladen. Und wir versuchen jetzt mit dem Paraglider direkt auf einem Pferd zu landen. Das hat er in seinem PB-Run nicht geschafft. Ich bin gespannt, ob er es jetzt schafft. Ah, das sieht gut aus. Ah, er hat es geschafft. Yay. Es ist wirklich schwierig, wenn man das mal probiert hat, auf einem Pferd zu landen. Im echten Leben übrigens auch. Habe ich noch nicht ausprobiert. Da täte mir das Pferd dann leid, wenn man so mit Wucht auf dem Rücken von dem armen Tier landet. Gut, mir täten bestimmte Körperteile von mir selber dabei leid. Aber lass mich. Ja, das ist, glaube ich, der Nachteil bei Männern. Richtig. Was hat das für Auswirkungen, fragt Zerteiler gerade. Und das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt. Also ich denke mal, man spart ein bisschen Zeit, aber wie viel in etwa? Das Pferd ist das schnellste Fortbewegungsmittel in Zelda. Nee, ich meinte, achso. Ja, was meintest du? Ich meinte mit dem direkt auf dem Pferd landen. Du musst nicht an ein Pferd anschleichen und dann draufspringen. Ach so, okay. Normalerweise laufen die Wildpferde laufen vor dir weg, wenn du normal hingehen würdest. Mhm. Außer du gehst von hinten, hast Glück mit dem Winkel und dass sich kein anderes Pferd umdreht. Aber du musst dich normalerweise anschleichen. Du siehst unten dieses, unter rechts sieht man ja die HUD vom Spielen. Da haben wir die Karte und links daneben haben wir oben die Temperaturanzeige. Das ist das mit dem links blau, rechts orange. Dann drunter haben wir eine Lautstärkeanzeige. Die ist natürlich, weil wir jetzt das Pferd voll Speed laufen lassen, sehr laut. Und ja, was wir jetzt machen, ist unterwegs ein paar Kisten aufsammeln, weil in den Kisten die Inhalte feststehen. Und dadurch können wir unser Gear jetzt perfekt für Ganon zusammenstellen. Ah, okay. Zurück zur HUD und darunter haben wir die Wetter- und Uhrzeitanzeige. Alle Gegner oder alles im Spiel kann auf Sound reagieren. Das heißt, wenn du normal hingehst, bist du eigentlich für viele Gegner sofort zu hören, wenn kein Umgebungslärm ist. Das heißt, wenn es regnet zum Beispiel, kannst du dich leichter anschleichen, weil du dann weniger Geräusche machst, weil der Regen dich übertönt. Mhm. Alternativ kannst du durch Ausrüstung natürlich deinen Pegel senken. Es gibt eine Schleichausrüstung. Es gibt natürlich eine Wärmeausrüstung, damit du in Schneegebiete reingehen kannst. Es gibt eine Kälteausrüstung, damit du in heiße Gebiete reingehen kannst. Mhm. Und darüber kann man das dann im Spiel steuern. Du kannst es aber auch über Essen steuern. Du kannst in Zelda Breath of the Wild sehr viele Sachen kochen und auch sehr viel beeinflussen, weil es gibt Chili. Mit Chili kannst du Essen machen, das dich dann von innen wärmt, sodass du keine Kleidung brauchst, um in der Hitze zu überstehen. Das gleiche gibt es natürlich für Kälte, dass sich das Essen kühlt, damit du in der Wärme bist.
kannst dir mehr Angriffskraft geben, wenn du zum Beispiel Schwertbananen verwendest. Hier sehen wir übrigens einen von den Wächtern, die schießen mit Lasern auf uns. Das sind diese großen, so ein bisschen tintenfischartige Arten. Genau, Viecher, die, ne? Gibt's in drei Varianten. Die gibt's einmal halt so in der Erde suspended, wo sie nur noch den Kopf drehen können. Und es ist, wenn du es casual spielst, ist das hier total adrenalinlastig, weil du eigentlich die ganze Zeit nur im Stress bist und bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Wie man sieht, weiß er sehr gut, wie man den Lasern ausweichen kann. Dann gibt es die ganze Variante nochmal mit, ich kann mich noch bewegen. Das heißt, die laufen dann hinterher und versuchen dich so in ihrem Laserbereich zu bekommen. Und dann gibt es die noch in fliegend. Okay. So, jetzt hat er das Pferd erstmal weggelassen, weil wir werden jetzt diese Betonplatte benutzen, indem wir einmal die Bombe drunter positionieren, dann uns oben drauf stellen, natürlich noch wieder mit Stasis und einem Gegenstand dem ganzen Momentum geben. Die Bombe ist hier nur dazu da, damit er in die richtige Richtung fliegt. Deswegen ist es egal, wie wir draufkloppen, also in welche Richtung durch unser Draufkloppen das Momentum eingestellt ist, weil durch die Bombe wird das wieder resettet und in eine andere Richtung gesetzt. Weil immer der letzte Schlag zählt beim Stasis-Objekt. Okay. So, jetzt wollten wir hier hoch, damit wir ins Schloss reinkommen. Da kommt natürlich noch eine kleine Cutscene, die wir skippen, weil das kostet ja nur Zeit. Ich meine, ich mag das Spiel so an sich sehr gerne. Es hat eine sehr lebendige Welt, die man aber nur mitbekommt, wenn man sich natürlich darauf einlässt, die ganzen Sidequests zu machen. Ja. So von der Hauptquest her finde ich das Spiel eher langweilig. Hier haben wir jetzt einen fliegenden Wächter und er sagt selber gerade, er war zu langsam. Normalerweise hätte er da jetzt hochlaufen wollen, um dann von diesem Gebäude ist es ja nicht, von dieser Stele dann weiter reinfliegen zu können mit dem Parachute. Und das geht natürlich nur, wenn der Wächter ihn nicht mehr im Blick hat. Der Wächter sucht ihn jetzt. Jetzt muss er warten. Das kostet Zeit. Er muss warten, bis der Wächter das Interesse verliert und weiter auf seine Patrouille fliegt. Das dauert jetzt einen Moment. Hallo Zorgo. Hi. Ja, Speedrunner, die zu langsam sind. So, jetzt ist er wieder auf Patrouille. Jetzt kann er versuchen, wieder hochzukommen. Er muss sich nur beeilen, weil der Wächter natürlich auch irgendwann wiederkommt. Ich muss mal ganz kurz Sorge schreiben, ne? Also nicht wundern, wenn ich kurz ein bisschen ruhiger bin. Alles gut. So, er muss jetzt hier eigentlich über einen bestimmten Punkt rüberkommen. Jetzt hat er es geschafft, damit er wieder hochkommt. Man sieht, er benutzt hier die Ränder von den Ornamenten, damit er hochkommt und fliegt jetzt quasi an dem Wächter, der uns eben angegriffen hat, vorbei, weil wir hier in diesen Bereich vom Schloss rein möchten, um uns jetzt erstmal mit Equipment auszustatten, die wir im Kampf gleich brauchen werden. Und natürlich kriegen wir wieder die Tutorial-Einblendung, weil wir haben noch keine Pfeile eingesammelt. Die erklären uns jetzt, wie der Bombenpfeil funktioniert. Weil das in Breath of the Wild, du hast einen normalen Pfeil, du hast einen Bombenpfeil, wir haben hier Schwertbananen, die sind ganz wichtig. Und ja, die brauchen wir, um uns Buff-Food zu erstellen, weil wir natürlich keine Ausrüstung haben, die uns verstärkt. Also es gibt angriffsverstärkende Ausrüstung natürlich auch. Und deswegen brauchen wir Buff-Food. Und er wird, also normalerweise könnte er ja jetzt sprinten, das macht er nicht, weil wenn er sprinten würde, würden die Moblins innen drin ihn hören. Die beiden, die da hinten stehen, die sind sonst relativ taub, wenn du dich normal bewegst. Jetzt haben sie ihn nämlich bemerkt, weil er gelaufen ist. Und das wollen wir normalerweise nicht. Jetzt sammeln wir ganz, ganz viel Essen ein, was wir dann zum Kochen brauchen nachher. Und er wird sie jetzt hier mit einer Bombe. Ah ne, jetzt holt er sich erst nochmal die helle Bade. Also, wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich nur dabei, uns vorzubereiten auf den Kampf gegen Ganon, indem wir ganz viel Essen und ganz viele Waffen besorgen, weil der Kampf dauert eine Weile, weil wir ihn nicht geschwächt haben durch die vorhergehende Quest, die man machen könnte. Und ja, da werden wir sehr, sehr viele Waffen verbrauchen.
Okay. Also werden wir unser ganzes Inventar vollstopfen mit Waffen. Aber als Speedrunner haben wir den Vorteil, wir wissen, wo welche Waffen liegen und können sie uns besorgen. Wie ich schon vorhin sagte, der Inhalt von den Truhen steht fest, wenn es Gegenstände sind. Wenn es Essen ist, ist es ein bisschen variabler. Ist zum Beispiel in der Truhe, wo wir direkt am Anfang beim Reingehen geöffnet haben, wo wir eine Schwertbanane rausgeholt haben, da kann es auch sein, dass da mal zwei Schwertbananen drin liegen. Also eine ist zuverlässig immer drin. Wenn es mehr sind, ist es Glück. Wenn da zum Beispiel mehr Schwertbananen drin sind, nutzt man die im Wandern dann auch? Oder, nö, oder? Er nimmt nur eine mit normalerweise. So, okay. Weil er möchte, als Speedrunner möchtest du dich natürlich nicht aufs RNG verlassen müssen. Deswegen ja, nimmst du nur das mit, was du brauchst, und du nimmst dann nur eine mit. Weil je mehr du einsammelst, desto längere Animations hast du. Das kostet dich dann ein paar Sekunden. Das gleiche ist beim Kochen. Die Animation kostet dich ein paar Sekunden, wo Link die Sachen reintut, auch wenn du die Restanimation abbrichst. Mhm, okay. Er sieht, er wird jetzt auch ein bisschen wählerischer bei dem, was er mitnimmt. Mhm. Und man sieht ja auch sehr schön, die Tasche hat verschiedene Kompartements. Wir haben ein Schildkompartement, wo die Schilde drinnen landen. Wir haben ein Kompartement, wo die ganzen Nahkampfwaffen drinnen landen. Wir haben ein Kompartement, wo die Pfeile und die Bögen drinnen landen. Mhm. Und bis jetzt hat er Pech gehabt, er hat noch keine Schockpfeile bekommen. Also die Pfeile gibt es in den Geschmacksrichtungen normal, Bombe, Feuer, Wasser, also Eis in Anführungsstrichen, und Blitz. Mhm. Und Antik. Sind die antiken Pfeile stärker als die anderen? Die antiken Pfeile sind die stärksten Pfeile, zumindest okay, wenn es gegen Wächter geht. Also antike Pfeile sind explizit für den Kampf gegen Wächter gemacht. Okay. Ja, jetzt holen wir uns mehr Sachen zum Heilen und zum Kochen. Man sieht dabei auch immer die Anzeige, wie viel Herzen es schafft. Wir brauchen natürlich nichts, was mehr als 3 Herzen heilt, aber... So, jetzt wird er die beiden Moblins hier ein bisschen cheesen mit einer Bombe. Mhm. Weil die laufen zu der Bombe hin und versuchen, die Bombe wegzukicken. Damit es keinen Schaden macht. Jetzt hat er vergessen, das Schwert zu equippen. Oh. Aber gut. Es ist nicht schlimm, er hat nur ein paar Sekunden verloren. Mit der Bombe lenkt er die Moblins ab. Die Moblins versuchen, die Bombe wegzukicken, weil das eine Gefahrenquelle ist für die, weil die könnte ja hochgehen. Mhm. Und das können wir nutzen, um uns dann von hinten anzuschleichen, in Anführungsstrichen. Und dann einen vernichtenden Schlag zu landen. Weil man kann sich an die Gegner von hinten anschleichen oder wenn sie schlafen, anschleichen und kann sie dann one-hitten. Mhm. Was wir gerade wunderbar gesehen haben. So, wir benutzen jetzt einen Feuerpfeil, um hier die Kochstelle zu aktivieren, damit wir uns ein bisschen Essen kochen können. Essen war und, ja, um Energie ja, wieder aufzufüllen, ne? Ja, und jetzt ist er gestorben, weil er nicht aufgepasst hat. Oh. Ja, du nimmst durch Feuer hier natürlich Schaden und er hat nur 3 Herzen. Ach so, ja gut. Ist dann doof. Ja, und wenn du nicht aufpasst, dann kannst du daran halt sterben. Und er hat gerade kein Pech mit denen. Kein Pech oder meintest du kein Glück? Kein Glück mit so, den okay. Moblins, weil er die nicht mit dem ersten Schlag immer trifft. So. Hoffe ich, dass er aufpasst. Dass er nicht wieder im Feuer landet. Das wäre schlecht. So, jetzt kocht er. Ah ne, er hat keinen Schaden genommen, er hat, glaube ich, die Gegenstände aus Versehen ins Feuer geworfen. Ja, er hat halt einen Bedienfehler gemacht. So, hier könnte man jetzt auch mit einem Schild runter die Treppe runtergleiten, müsste nicht den Gleiter nehmen, aber hier nutzen wir das aus, dass wir, wenn wir im Fall einen Bogen ziehen, wir in eine Slow-Mo kommen und dadurch besser zielen können. Außerdem möchten wir vermeiden, dass unser Schild unnötigen Schaden nimmt, weil das den Verbrauch einfach... Ja, wir würden mehr Schilde brauchen dann für Ganon. Das wollen wir vermeiden. So, jetzt haben wir uns eine Blitzklinge geholt. Die hat den gleichen Effekt wie Blitzpfeile. Das sind die Gegner stunt. Und hier würde er normalerweise den Moblin mit einem Elektro-Pfeil stunnen. Jetzt müssen wir das mit dem Elektro-Schwert machen. Und das macht er nur, damit er die Waffe von ihm kriegt.
Okay. So, hier haben wir jetzt Calamity Ganon. Da gibt es manchmal so Gu-Felder, die die Wege blockieren. Die können wir entsorgen, indem wir mit einem Pfeil das Auge abschießen. Das hat er jetzt zwischendurch gemacht. Das sehen wir nachher nochmal. Und das machen wir, damit wir an diese Kiste kommen, weil da sind antike Pfeile drin, die wir haben wollen. Ah, okay. Ja, hier müssen wir wieder aufpassen, weil wir müssen natürlich den Wächtern ausweichen und wollen dabei nicht von deren Lasern getroffen werden und müssen gucken, wir können natürlich unsere Stamina nicht mit Whistlen wieder aufladen, wenn wir an der Wand dranhängen. Das funktioniert nicht. Das ist das Einzige, wo wir ein bisschen aufpassen müssen mit der Basis-Stamina. So, dann gehen wir hier in diesen Bereich rein. Besiegen den Leunen mit einem Schlag, weil wir wissen, wie es geht, um die Kiste zu kriegen. Wo ein paar Bombenpfeile drin sind, weil die brauchen wir für den Kampf. Ja, Leuen sind normalerweise so der Angstgegner, wenn du nicht weißt, wie man sie schnell besiegen kann. Bei Leuen muss ich mal an den roten Leuenkönig denken. So, nebenbei mal. Ja, jetzt haben wir noch mehr Bombenpfeile. Also Bombenpfeile machen mit den besten Schaden bei einigen Phasen von Ganon. Aha. Die wir nachher haben, weil die Phasen sind ein bisschen an den Elementen orientiert. Aber da spreche ich dann nachher drüber, wenn es soweit ist, nochmal. Ja, hier haben wir nochmal einen Wächter. Eigentlich ist das ein so Wächterturm, könnte man sagen, weil der ist von Haus aus nicht beweglich. Deswegen klappt da auch der Kopf aus. Ah, okay. Und ja, jetzt sind wir im eigentlichen Schloss angekommen. Also das Schloss ist ein riesiger Komplex, der aus einzelnen Bereichen besteht, hat sehr, sehr viele Zugänge, also da kann man schon allein 1-2 Stunden verbrauchen, nur das Schloss zu erforschen oder länger. Okay. Und ja, weil das Schloss, wir haben das eigentliche Schloss, wir haben hier die Schlossmauer, wo wir gerade sind. Und Etienne sagt gerade, es gibt einige Menschen, die sind viel, viel besser bei diesem Run als er selber. Er ist jetzt nicht der Weltrekordhalter, oder? Nee, er ist, glaube ich, Platz 5, okay, wo ich zuletzt nachgeschaut habe. Und er meint, das ist halt eine sehr schöne Kategorie, um den Speedrun zu beginnen, weil du musst nicht viele Bugs können. Du musst ja nur eigentlich den Whistlebug nutzen, du musst wissen, wie du mit dem Schild gut umgehen kannst und du musst ein bisschen mit der Stasis. Aber der Stasis-Trick, den er benutzt hat, der ist jetzt nicht schwer, den kriegt jeder Casual auch hin. Okay. Man muss im Grunde nur wissen, dass er überhaupt existiert. Genau. Hier sehen wir, wie er jetzt auf den Turm geklettert ist, damit er einfach hier zum Hauptschloss sich rübergleiten lassen kann. So, jetzt speichert er, also Safety Save, damit, falls er jetzt stirbt, er hierhin resetten kann, weil er möchte das eigentlich nicht. Und da sind wir schon bei Calamity Ganon. Weil wir ihn nicht geschwächt haben, müssen wir aber, bevor wir gegen den eigentlichen Ganon kämpfen, erst nochmal gegen 4 Inkarnationen von ihm kämpfen. Normalerweise würden wir ja die 4 heiligen Bestien vorher befreien. Ja, doch 4. 4 heiligen Bestien bekämpfen. Und jede befreien. Und jede von den Bestien hat einen von Ganons Wächtern in sich. Da wir das nicht gemacht haben, müssen wir jetzt erst gegen die 4 Wächter von den Bestien kämpfen. Steht auch immer im Titel, von welcher Bestie der Wächter ist, aber da wir die nicht gesehen haben, gehe ich da jetzt auch nicht weiter auf. Wie man sieht, der heißt jetzt Windblight Ganon, das heißt, der hat was mit Wind zu tun. So wie die anderen auch alle irgendwie quasi so ein Element haben. Aber für den hier brauchen wir eigentlich nur die helle Bade. Der ist eigentlich der einfachste zu besiegen. Mhm. Und da hat die Kamera... Da hat die Kamera ein bisschen rumgesponnen. Ach so, okay. So, ich wollte gerade sagen, lass mich doch nicht mit zum Halbsatz hier hängen. Doch. Jeder von diesen Wächtern hat 2 Phasen. Hier sieht man es gerade perfekt, wie Windblight Ganon in die 2. Phase gewechselt ist auf der Hälfte. Und er hat kein gutes RNG mit ihm. Normalerweise kann er ihn da rausholen, indem er mit einem Pfeil in sein Auge trifft. Da sind alle Ganondorf-Inkarnationen nämlich empfindlich, wenn man sie in ihrem blaues Auge oben trifft. Ja gut, ich wäre auch ein bisschen empfindlich, wenn mir jemand einen Pfeil ins Auge schießt. Also kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja, ich meine, du musst nicht direkt das Auge treffen. Es reicht hier, um ihn umzuwerfen, 3 Treffer am Kopf.
Und das war der erste von vier Wächtern. Jetzt kommt gleich der nächste. Das ist Waterblight, wie der Name schon sagt. Hat da was mit Wasser zu tun? Interessiert uns nicht. Wir tun jetzt erstmal die helle Bade aufbrauchen und pieksen so lange in seinem Kopf, bis er in die zweite Phase wechselt. Ja, die zweite Phase kann man auch immer ganz gut erkennen daran, dass die Wächter dann in so eine blaue Kugel wechseln, das haben wir eben schon gesehen, und die Position verändern. Und da ist er in der zweiten Phase. Geht, wie gerade schon angekündigt, in die blaue Kugel, wechselt die Position und greift sich dann mit... Ja, ach so, ja, er macht jetzt erstmal die Transformation, dass er sich oben an die Decke hängt. Ja, und so geht zur Tür. Also er hat hier zwei Positionen, wo er hinwechseln kann, um sich an die Decke zu hängen. Da muss er dann immer nur gucken, wo die blaue Kugel ist. Er muss der hellen Bade von ihm ausweichen und ansonsten einfach nur versuchen, den Kopf zu treffen, bis er runterfällt und dann mit dem Spin-Attack ihn platt machen. Da hat er ihn nicht perfekt getroffen, weil normalerweise möchtest du, dass du die Schlussanimation auch noch trifft. Und wenn das so aussieht, als ob er sich in die falsche Richtung dreht, dann bereitet er sich nur vor, weil er weiß, wo der Wächter als nächstes spawnen wird. Und ich versuche es jetzt mal ganz kurz. Gute Nacht, Cypher. Ich kam jetzt nicht so wirklich dazu. Ich wollte aber Falki da auch nicht ins Wort fallen. Oh, was hat er jetzt gemacht? Du sollst ihn am Kopf treffen, nicht am Schild. So, jetzt haben wir Fireblight Ganon. Das ist der Feuer Ganon. Auch hier wieder, eigentlich wollen wir ihn dazu bringen, dass er auf den Boden fällt und dann eine komplette Spin-Attack auf ihm landen, damit wir möglichst viel Schaden machen und er in die nächste Phase wechselt. Oh, jetzt müssen wir ihn nur noch am Kopf treffen. Und da ist in die zweite Phase gewechselt. Okay. Jetzt wirft er mit Feuer nach uns. Und lädt seine Klinge mit Feuer auf und hat ein Feuerschild und Spaß. Oh Gott. Ja, es ist eigentlich... Eigentlich ist es hier jetzt momentan warten und dann mit einer Bombe an die richtige Position legen und starten, damit er möglichst viel, damit er gestunt runterfällt, damit du ihn platt machen kannst. Also, okay. Es ist eigentlich Rinse und Repeat. Du musst ein bisschen die Schwächen von den einzelnen Phasen kennen. Hier zum Beispiel Eispfeile machen natürlich beim Feuergännen Schaden. Gut, das macht ja auch Sinn. Also das ja, den Wassergännen kannst du auch mit Elektropfeilen behaken. Da wir keine hatten, konnten wir das nicht machen. Und da haben wir den letzten, der mit Blitzen um sich wirft. Hier wollen wir erstmal sein Schild besiegen. Dazu müssen wir kurz warten, bis er zu uns kommt und ihn dann einmal mit den Schwert, das Schild aus der Hand schlagen und danach ist es ja einfach nur noch verprügeln. Mhm. Okay. Ja, auch hier müssen wir jetzt ihm wieder ins Gesicht treffen, damit er runterfällt. Oh, 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 da baut er das Schild wieder auf. Es sollte eigentlich gar nicht so weit kommen. Er sagt gerade, er war zu hoch. So, jetzt ist er in die zweite Phase gewechselt. Hier muss er sich jetzt konzentrieren, weil das ist eigentlich der schwierigste Gegner. Einfach weil man noch so wenig Herzen hat. Weil wir sind mit 3 Herzen rübergelaufen. Normalerweise hast du hier 10 plus Herzen, wenn du in den Kampf reingehst. Und die würden gar nicht erscheinen, die Wächter. Man wird nur noch gegen Ganon selber kämpfen. Aber er hat es gut gelöst. Er hat jetzt seine Waffe geworfen. Das ist auch möglich. Mhm. Sorgt aber meistens dafür, dass die Waffe instant zerbricht. Und wir haben die Waffe jetzt geworfen, damit das Schild von dem Wächter zerbricht, damit er angreifbar wird, damit wir ihn runterschießen können und ihn dann direkt angreifen können. Mhm. Aber er ist gerade nicht kooperativ und bleibt unten. Oh, Moinzef. Ja. Morgen. Und wir müssen natürlich zwischendrin immer wieder mal die Waffe wechseln, weil unsere Waffe einfach zerbricht. Jetzt haben wir auch schon wieder die Meldung gekriegt, dass unsere Waffe schwer beschädigt ist. Ja. So, jetzt müssen wir gegen Calamity Ganon kämpfen. Das dauert jetzt ein bisschen, weil wir müssen sehr viel ausweichen, weil er sehr agil ist, wie man sich vorstellen kann mit den ganzen Armen und Beinen, die er hat. Und er dann noch zusätzlich mit seinen komischen Waffen nach uns greift. Mhm. Hier hat er jetzt die... Slowtime benutzt, um die Waffe in Ruhe auszuwechseln und hat Calamity Ganon mit seinem Blitzschwert angegriffen.
Und er hat gerade das Problem, dass er eigentlich am Rand liegen Waffen, die wollte er jetzt einsammeln, aber er war anscheinend auf der falschen Seite und hat sie nicht bekommen. Jetzt muss er halt am Rand lang laufen, bis er die Waffen findet. Und ein bisschen Distanz zwischen sich und Ganondorf bringen, damit er ihn mit dem Pfeilen im Gesicht treffen kann. Mhm. Aber der Ganondorf sieht mal wirklich beeindruckend aus hier. Er sieht beeindruckend aus, er ist auch sehr schwierig. Selbst wenn du vorher die heiligen Bestien gemacht hast, damit die Wächter nicht kommen, ist er, glaube ich, auch schon geschwächt um die Hälfte der HP. Macht den Kampf aber auch nur für Casual-Spieler einfacher. Okay. Warum er hier immer auf den Kopf schießt, ist die Thematik, dass du in Breath of the Wild extra Schaden machst, wenn du Headshots machst. Okay. So. Hier sehen wir, dass er natürlich auch noch Laser auf uns schießt aus seiner einen Hand. Und das, was wir eigentlich machen wollen, ist ihn runterbringen, dass er in die zweite Phase wechselt. Und wir möchten das schnell beenden, deswegen... Deswegen wollten wir eigentlich mit dem Schild seinen Angriff zurückschleudern. Das hat jetzt nicht funktioniert. Was macht er denn? Also normalerweise tut man das Schild benutzen und dann den Laser, den er auf uns schießt, zurückwerfen. Dadurch wird Ganon gestunt. Was war das denn? Er war zu langsam. Also er hat es noch Ich glaube, er ist gerade zu aufgeregt, dass es nicht klappen will. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie hieß der Rana? Etienne, genau, da ist ja noch ein E dahinter. Ob Etienne Erfahrung hat, sowas vor größerem Publikum zu zeigen, ist ja tatsächlich so, dass viele Speedrunner, dass die halt, weiß ich, für die sind dann 10, 20 Zuschauer teilweise schon wirklich viel. Wenn die dann bei so einem Event auftreten, das kann schon mal... Ja gut, es ist aber auch nicht viel mehr als Stream. Ja, klar. Ja gut, er macht jetzt nichts weiter als blocken, weil er wartet, dass Ganon ihn wieder mit Lasern angreift, jetzt, damit er wieder versuchen kann, das zurückzuwerfen. Jetzt hat es geklappt, weil wir wollen, dass Ganon gestunt bleibt. Wir wollen ihn ins Stunlock bringen. Das heißt, er ist gestunt und dann wollen wir einen vollen Spin-Attack auf ihm landen, weil er dann gleich wieder in den Stun geht. Das hat geklappt. Und wenn er jetzt es richtig ausführt, kann er ihn jetzt komplett die ganze Zeit gestunlocked halten, bis die HP-Leiste unten ist, was nicht geklappt hat, wie wir sehen. Schade. Er hat sich jetzt auch nochmal geheilt, damit er nicht den Schaden nimmt. Das ist auch was, was ich noch nicht so gut drauf habe in dem Spiel. Den Laser zurückschlagen mit dem Schild. Okay. Na gut, aber man kann ja nicht alles. Man muss ja nicht alles können, so. Ja, alles, was er jetzt macht, ist eigentlich nur Timing-Sache. Das kann man ja üben. Mhm. Guten Morgen, Bausch. Morgen. Bauschi, Flauschi, oh. Und schauen wir mal, ob er es jetzt schafft, ihm Stunt zu halten. Ah. Yay, das war diese Phase von Ganon. Aber it's not even my final form. Jetzt spawnt ein riesiges, besessenes Wildschwein irgendwo in der Ebene. Und das müssen wir jetzt noch besiegen. Besessenes Wildschwein, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Ja. Oder auch hier das dunkle Biest Ganon benutzt. Der kann aber nicht viel außer seinen Laser und der ist nur frontal. Und der ganze Kampf ist leider antiklimaktisch. Okay, schade eigentlich. Es ist sehr schade. Es gibt auch, also Leute, die haben natürlich das Spiel schon auseinandergenommen, also den Code vom Spiel. Und es gibt Hinweise, dass da wohl mehr geplant war. Okay. Aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil Entwickler sich bei sowas dann ja meistens bedeckt halten, gerade der asiatische Entwickler. Mhm. Es ist ein bisschen schade, weil das Biest ist sehr langsam, wie wir sehen. Das heißt, wir haben mit einem Pferd nicht wirklich Probleme, ihm auszuweichen. Mhm. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist mit einem Lichtbogen, den haben wir vorher von Zelda bekommen, die Lichtsiegel auf ihm treffen. Seinem Laser auszuweichen, was jetzt kein Problem ist, wenn man nicht direkt vor ihm steht.
Und halt, ja, was er jetzt macht, er muss halt warten, bis Zelda ihm sagt, dass neue Siegel erschienen sind, damit er auf die schießen kann und solange versuchen, von Ganons Kopf wegzubleiben. Ist jetzt auch nicht so schwer. Okay. Kann ich jetzt selber nicht beurteilen, nicht einschätzen, aber wenn du sagst, dann wird schon stimmen. Das Einzige, was du da wirklich verkacken kannst, ist jetzt mit dem Bogen beim Reiten nicht die Siegel zu treffen und dann musst du halt einmal umdrehen und das nochmal machen. Und der schwierigste Schuss ist der letzte Schuss, meiner Meinung nach. Das Jetzt ist jetzt schon warten der finale Boss, oder? wir. Das ist jetzt das Letzte, was wir machen Okay, müssen. Wir müssen jetzt noch warten, bis ein Siegel auf dem Bauch erscheint. Das heißt, wir müssen unter ihm drunter durchreiten und das Siegel dann treffen. Natürlich weiterhin ihm ausweichen. Jetzt hat er fast vergessen zu schießen mit dem Bogen. Ja. Ja, Black Hole. Ja, er hat natürlich Lichtsiegel, weil Zelda die auf ihn platziert, damit Link weiß, wo er hinschießen muss. So, und jetzt müssen wir ihn oben auf dem Rücken treffen, wenn es anfängt zu leuchten. Und zwar jetzt. Okay. Na, 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 na. Jetzt. Jetzt ist nämlich das Auge oben zu sehen. Und Time. Und time. Damit haben wir Breath of the Wild besiegt. In einer Stunde. Unter einer Cool. Stunde. Beendet, meinst du, nicht besiegt? Ja, wohl besiegt, ja, Wir doch, haben es kann auch man eigentlich. besiegt, also Ja, das Spiel stimmt. gewonnen. Stimmt. Also so wie wir das hier, oder zumindest der Runner das auseinandergenommen hat, kann man tatsächlich von besiegt reden. Hallo. Hi. Conan. Hallo. Ach, Zorgo und Ziff. Ja, Ja. beiden Cs. Zorgo wird mit Z geschrieben, nicht mit C. Das Aber einer egal. Miete. Du wolltest mich jetzt so korrigieren. Ne? Ja? So als, cool. Winnie, du weißt Ja. ja, was nach Einstellung. Müde kommt, ne? Dumm. Nach Müde kommt dumm. Nach dumm kommt Polizei. Und jetzt sehen wir noch die Endcutscene, die zeigen sie anscheinend noch, wie Zelda Ganon versiegelt. Oh. Er ist aber. Achso, dass die Zeit jetzt noch läuft, ist normal? Nein, das haben Okay. sie hat bloß vergessen, den Timer anzuhalten, weil es eh egal ist. Ja, Jo. gut. Ich meine, Ja. BB oder sowas war es ja eh nicht, ne? Nö. Und wer selber Zelda Breath of the Wild spielt, macht das nicht. Geht nicht direkt zu Ganon. Schaut euch die Welt an, weil das Spiel lebt einfach von dieser wunderschönen gestalteten Welt, den ganzen NPCs, den Quests und den Stories, die die NPCs euch erzählen. Das ist der Reiz von Breath of the Wild. Nicht das, was viele immer vermissen, sind diese traditionellen Dungeons, weil die gibt es in dem Spiel ja so nicht. Sondern es ist wirklich die Welt an sich, die cool gemacht ist. Es sind die Rätsel in den Schreinen, die ganz cool gemacht sind. Und das sollte man genießen. Mit anderen Worten, Cutscenes einfach skippen. Mich nervt bei dem Sollte man sich eigentlich Spiel, angucken. Ja, was nervt dich bei dem Spiel, Zorgo? dass die Waffen kaputt gehen. Das stört einen eigentlich nur am Anfang, weil du kriegst so viel Waffen hin, ach, geworfen Ja, ab einem aber bestimmten Punkt trotzdem. im Spiel. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man zwischendurch mal eine Fähigkeit kriegt, dass man Waffen wieder reparieren kann. Aber mei, sobald du das Master Schwert hast, rennst du sowieso nur noch damit rum. Eben. Aber kriegst du erst später, wenn du die vier Wächter besiegt hast. Ah, weiß ich nicht, ob so stimmt, aber ich gehe mal davon aus. Mein Zorg, du hast das Spiel jetzt selber gespielt, Er kann das Master Schwert zerbrechen? Nein, das kann die Kraft verlieren und dann ist das 20 Minuten kraftlos und dann kannst du das 20 Minuten nicht nutzen. Genau, du kannst aber auch die Master Schwert Quest machen und dann passiert das nicht mehr. Ah, okay. Aber die Master Schwert Quest ist nicht so trivial. Ist sie so lang oder ist sie wirklich schwer? Sowohl als auch. Oh, okay. Es gibt auch einen extra Speedrun dafür. Ah. Muss extra Dungeon machen und dann ja. Also alleine nur der Master Sword Run ohne Restriktionen dauert 25 Minuten. Und da ist dann alle Glitches erlaubt, die es im Spiel gibt. Okay, das ist aber trotzdem eine Menge.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass alle Glitches soweit erlaubt sind. Ich glaube, du hast sogar, wenn du in den Dungeon gehst, auch keine Ausrüstung und so mehr, ne?